ein wunderbares Ereignis, Berlin, Pokalhinspiel. Und ja, ich möchte das nicht missen. Und ich weiß natürlich nicht, was während des Spieles geschieht oder nach dem Spiel. Das mag ich nicht vorauszusagen, aber es ist sicher nochmal ein Highlight, auch in meiner Biografie und auch mit dem FC Bayern und mit meinen Spielern, ja, wo wir doch mittlerweile so ein wunderbares Miteinander haben, wo ich sage, das habe ich selten bei einer Mannschaft verspürt, ähnlich 2011 bis 2013 oder bei Athletic Bilbao. Aber das ist etwas, wo man sich dann später auch wieder gerne daran erinnert. Es gibt natürlich viele Gründe, logischerweise. Ich glaube, einerseits natürlich die klar bessere Effektivität der Frankfurter im Vergleich zu uns. Das ist definitiv der Fall gewesen, dass sie aus
sehr wenig, sehr viel gemacht haben. Ja, es kommt mir so vor, als wären es immer die gleichen Gründe. Hinten machen wir Fehler, vorne machen wir die Chancen nicht rein. Klar haben wir auch ein bisschen Pech mit zwei Lattentreffern. Eigene Fehler, die zu Gegentoren führen. Die Gegner mussten sich jetzt die wenigen Torchancen, die sie hatten, eben nicht herausspielen. Dann haben wir es selbst wieder mal verpasst, mehr Tore zu erzielen. Zweimal die Unterkante der Latte getroffen. Auch sonst eigentlich die Chancen ganz gut rausgespielt. Ein, zwei Mal hat der letzte Kontakt nicht gepasst. Ein, zwei Mal ging knapp daneben. Es ist genug des Lobes gesagt, jetzt sprechen wir nicht mehr von mir, sondern von euch und von meiner Mannschaft, weil ich denke, dass ihr genauso wie wir sehr enttäuscht seid über das gestrige Spiel, über die Niederlage. Nur ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe das, was ich hier heute vorfinde, nicht erwartet. Dass so viele Fans hier sind, die uns feiern, das ist der Wahnsinn. Ich weiß das noch als Spieler, aber auch jetzt als Trainer, weil die Unterstützung, die Atmosphäre in den Stadien oder an der Säbener Straße, Allianz Arena, ja, die ist einzigartig. Und das Gute ist, wir feiern, wenn wir verlieren, und wir feiern, wenn wir gewinnen. Wir müssen uns bedanken für die riesige Unterstützung und ja, die Leute stehen ja bis hinter da in den Gassen und wir sagen danke und es gibt so viele, die an dem Erfolg des Vereins... Ja, okay. Stark. Songs.